Ja, nur die Gelben oder wie? Ja, alles klar, nur die Gelben. Ein Gelber. Ein Gelber. Blau. Gelbe. Blau. 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 Ja, okay. Wir sehen uns in drei Parts wieder, wenn... No! Ah, alles klar. Die sind wieder draußen. Verstehe. Gut. Ja, wenn du mal wieder gelbe kommen würden hier. Zu spät. Oh Mann. Nein. Nein. Auch nicht. Nö. Und zu spät. Und erwischt. Schade, schon zwei gelbe Fische versaut. Die sind sowieso schon so selten. Das ist ganz schön fies für mich. Ah, wieder viel zu spät. Drei schon versaubüttelt. Wieso springen die gelben nicht so richtig schön? Immer nur blauen, roten. Ist es unlucky oder wie? Oh ja, genau. Genau, ja, komm. Komm mal bitte. Gut. Und die treffe ich nicht. Ich glaub's nicht. Da kommt doch mein Geld, weil ich treffe den nicht. Ah, oh, dreh, please. Ja, dieses Rätsel hier, bis das mit dem Spiel, das dauert dann doch ein bisschen länger. Ich glaub's nicht. Gelb. Das Rot. Gelb. Ja, ich weiß, es tut mir leid, die Reaktion bei mir ist echt miserabel. Aber das Sparks, also Sparks nervt er wirklich. Dieser gelbe kleine. Die kleine gelbe Libelle, die da rumfliegt und etwas störend ist. Ja. Wir werden ja eigentlich schon fast fertig hier, ne? Da, genau so soll das mal laufen hier. Bin ich schon hoch. Und gelb. Ja, ich glaube, wir wären schon fertig. Hätte ich nicht so viele daneben gepfeffert. Auch den hier wieder. Oh, den haben wir noch erwischt. Wieder den Aui daneben jetzt. Weil das war schon relativ am Ende. Ich speichere aber allerdings lieber zu spät als zu früh, weil ich kann das aber, dass das ist wieder alles ausgöbelt hier. Und das war unschön. Das Minispiel dauert hier schon. Mehr als genug. Ich will euch hier mal was zeigen von dem Part. Und ich möchte immer, dass ihr dann noch was vom Part habt und so. Und das ist dann immer ein bisschen blöd, wenn das nicht der Fall ist. Wenn ich so ein bisschen versauen. Ja. Gelb, komm, please. Nein. Nein. Gelb. Gelb. Nö. Nope. Nope. Ja. Ich kann leider auch nicht die Kamera bewegen, falls ihr euch das schon fragt.
überlegen, ja, warum könnt ihr denn nicht unrotenes Wasser wollen? Ja, weil das nicht geht. Leider. Das wäre natürlich dann wesentlich einfacher und angenehmer. Aber, naja. Kann er leider nicht anders haben. Geld, komm, ein Geld noch. Aber bitte ein bisschen höher und. Bitte, nein! Gelb, geht so richtig hoch. Ja! Finally. Okay, Spyro. Nur noch eine Aufgabe. Ich warte auf dich bei den bunten Steinen für deinen letzten Test. Alles klar. Jo. So, jetzt müssen wir einmal quasi dahin, wo ich vorhin stand. Also am Ende des Levels hier quasi. Quasi. Ich weiß auch nicht, warum ich immer quasi sage. Das ist so ein Lückenfüller, ne? Genauso wie M und das sagen ja auch ganz viele Leute. Nicht nur ich, sondern eine Menge. Weil sie wissen, was sie sagen sollen. Wenn du in der richtigen Reihenfolge auf die Steine springst, löst du die Aufgabe. Ich kenne nur den ersten. Den Rest musst du herausfinden. Okay. So. Nice. Nö. Mach weiter, Spyro. Ja, ist wahr. Hier? Nö. Mach weiter, Spyro. Okay. Dann den hier und hier oben links. Yeah. Denn den hier? Mach weiter, Spyro. Okay. Ach, ich glaube, ist da irgendwie ein Sinn dahinter? No. Oh. Mach schade. Das wäre was zu einfach gewesen, hätten wir jetzt da noch den richtigen erwischt. Gut, den. Den. Und dann den. Den hier. Und den. Gute Arbeit, Spyro. Du bist ganz schön clever für einen Drachen. Alles, was ich dir geben kann, ist das glänzende Ding, das ich in meinem Werkzeugkasten gefunden habe. Jo, immer her damit. Dankeschön. Dann haben wir das Level jetzt auch geschaffen, ne? Glaube ich. Ja. Es gibt nämlich, habe ich schon erzählt? Es gibt quasi einen Bonus, wenn man es schafft, alle Sachen einzusammeln. Das heißt, alle Edelsteine, alle Kugeln, alle, ja, die Edel, wie heißen die? Nicht die Embleme, sondern das Juwel, genau. Die Juwelen, die man am Ende des Levels bekommt. Die bekommt man ja sowieso. Die braucht man natürlich auch, ist ja klar, aber wenn man alle Rubine, ne, alle Edelsteine und alle Kugeln angesammelt hat, dann passiert noch etwas Besonderes. Und das ist ganz cool eigentlich, wenn man dann alles hat. Ja. So, ich wollte nicht nochmal mit dem sprechen. Weil, ja, haben wir ja schon. So. Rückkehr nach Sommerwald. Wo müssen wir jetzt noch hin? Irgendwas fehlt noch. Handbuch. Oh, nur noch den Sonnenstrand. Ah, okay. Ich weiß auch, wo wir da hin müssen. Nur den Sonnenstrand, da sind wir schon fertig. Mit der ersten Welt quasi. Zu 100%. War das hier der Sonnenstrand? Ich glaube ja, oder? Sonnenstrand! Zwei Kugeln fehlen uns hier tatsächlich noch. Ja, wie gesagt, ich weiß zum Glück, wo die sind, beziehungsweise, ich glaube, ich habe das auch beim letzten Mal erwähnt, als wir hier waren. So. Ja, das ist nicht so lustig, das Level, aber... Es ist in Ordnung, sagen wir so. Es ist in Ordnung. Es gibt Schlimmeres, definitiv. So. Müssen wir hier nach oben. Haben wir es jetzt trotzdem erwischt? Ich glaube, der hat uns gar nicht erwischt. Wir hatten ja immer noch den gelben Sparks, aber trotzdem. Futtern. Genau.
Hier müssen wir hin. Hallo, junger Mann. Da oben auf der Leiter ist ein Koch, der aus unseren Schildkröten Suppe machen will. Könntest du hochklettern und ihn aufhalten? Das ist so makaber. Ja, damit du uns übrigens essen. Der hier. Deine Schildkrötenfreunde eignen sich hervorragend für Suppe, wenn ich sie fangen kann. Du kannst versuchen, sie zu retten, aber ich habe furchtbaren Hunger. Oh, das ist wirklich eklig. Gut, ja, das sind zwei Missionen. Ich glaube, wir müssen hier. Sie kommen jetzt immer hier irgendwo raus. Dann müssen wir den anfeuern, glaube ich. Komm, geh weg. Und davon gibt es zwei Versionen. Ja, ne? Haben wir das schon geschafft? Ja, da kommen die immer wieder, die kleinen Ragadi. Müssen die das Wasser? Kann das sein? Ja. Tatsächlich müssen die das Wasser. Du hast ein paar Schildkröten gerettet. Na und? Es gibt noch mehr, wo diese herkommen. Nimm diese Kugel und hau ab. Du hast mir gerade echt mein Essen versaut. Hier, hast eine Kugel. Wieso kommen die auch da... Ja, verstehe ich nicht, wieso die da reinlaufen. Wow! So. Was hätten wir? No! No, no, no! No, no! Das geht nicht so, wie ich das geplant habe. Okay. Aber jetzt kommt man da reiner. Nicht erwischen. Wow, da fliegen die richtig weit. Flixt. Lol. Du hast jede einzelne Schildkröte auf diesem Strand gerettet. Ja, weil es... Nimm das. Musste doch ich sein. Ich wollte damit Kartoffeln kaufen, aber die brauche ich nun nicht mehr. Oh. Oh, das tut mir ja schon fast leid. Kartoffeln kaufen. Ich hasse Kartoffeln. Ja, das ist so sehr. Das sind so... Ah. Okay. Mag ich nicht, die Dinger. Uns fehlen noch 21 Geld. Bin ich drin? Nee. Nicht alles. Und wie viel fehlen uns denn jetzt noch? 11. Die sind dann mittlerweile auch neu da, also. 5 Jahre später. Ich bin der Meinung, ja. Ich hätte hier alles eingesammelt. Aber irgendwie. So, was geht denn hier rauf? Hier ist nichts. Ich glaube, ich weiß, wo diese sein könnte. Und
war hier unten. Nö, da. Oder? Nö, das ist ein Weltfünfer gewesen. Schade. Ah, das wäre auch zu einfach und zu schön gewesen. Hier nicht. Ah, hier unten liegt da irgendwie was? Nee. Ja, okay. Vielleicht am Anfang oder so? Ah, da. Ach so, weil, ja, okay, weil wir hier klettern mussten. Okay. Dann dürfen wir die wohl auch haben. Nein. Das ist nicht ernst. Es fehlt irgendwo noch ein roter. Oh, wo haben wir den denn jetzt übersehen? Super. Ein roter. Nein, Moment. Wo kann der denn sein? Oh nee, so viel Pech. So viel Pech. Hier rauf. Da. Nö. Da drüben. Nö. Ja. Schön. Das ist nämlich genau das, was ich immer sage. Bei Spyro ist es immer so, man übersieht einfach nur einen einzigen Edelstein. Man muss alles nochmal absuchen. Da. Hinter. Da. Nee. Nein. Egal. Geschafft. Gut ist. Und wir gehen raus hier. Damit haben wir die erste Welt zu 100% abgeschlossen. Und können uns jetzt quasi der zweiten Welt widmen. Da dürfte eigentlich auch nicht mehr viel sein. Das ist ja auch nur noch ein bisschen gewesen. Ich glaube, die zweite Welt hatten wir, da hatten wir sogar noch mehr geschafft, ne? Das waren, glaube ich, nur noch irgendwie ein, zwei Level oder so, die wir da noch machen müssen. Und dadurch hätten wir das dann auch so 100% abgeschlossen. Ja gut, wir kommen gut voran, definitiv. So. Jetzt stellt sich nur noch die Frage. Wie wir denn jetzt nochmal weiterkommen? Nee, da war der Ring. Da hätten wir eine Kugel. Ich glaube, hier hätten wir das, ne? Ja, genau. So, und dann zur nicht so Wintertundra. Nein, ein Herbstfeld. So, wie gesagt, da müssten wir zwei Level noch, glaube ich. Also auf jeden Fall, dass das Level, wo ich länger gebraucht habe. Winterhügel? Nachthügel? Nachthügel? Sternhügel? Wie hieß das Level nochmal? Magma-Kegel, Bruchhügel, genau. Bruchhügel, Magma-Kegel und schattige Oase. Stimmt, der Magma-Kegel, das war ja... Boah. Gut. Aber schattige Oase, das war ja das Level, das wir... War das da? Nee, das war das nicht der Ring? Der Eisring oder so? Das war der Eisring, ja, genau. Okay. Schattige Oase und... Ah, genau, Buchhügel weiß ich wieder, wo der war. Gut, wo das war. Schattige Oase, genau. Da wollte ich auf jeden Fall mal rein. Und zwar am Ende war das, ne? Am Ende. Spyro, es ist. Ja. Ich kann mir aber immer noch nicht vorstellen, wo jetzt. Wo wir hin müssen, damit wir dann den letzten bekommen quasi. Die letzten. Bei Magma Kegel, genau. Mit dem Vulkan. Ich kann mir nicht vorstellen, wo wir da hin müssen. Ich weiß es wirklich nicht. Das wird gleich die totale Suchaktion wieder. Könnt ihr euch also schon mal darauf einstellen, dass es vielleicht etwas länger dauert. Weil ich habe keine Ahnung, kein Schimmer, wo das sein kann. Doch. Gut. Gut. Das ist wirklich schlimm, weil ich habe das wirklich nicht sehen können, wo das jetzt
genau sein könnte. Mist. In dem Vulkan. Also ich bin mir ziemlich, also ziemlich sicher. Ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass es in dem Vulkan ist. Irgendwo. Eine Wand aufbrechen oder ähnliches. Irgendwie sowas. Muss es einfach sein.